Eine Frage an euch. Wer kann sich vorstellen, megamäßig erfolgreich zu sein, glücklich zu sein, ohne zu arbeiten? Wer würde es gerne? Okay, die richtige Basis. Es war ein stinknormaler Montag. Eigentlich. Ich kam gerade aus dem Urlaub und sitze in meinem Mercedes und fahre in mein Büro. In die Tiefgarage rein, wie immer in den Aufzug, nach oben. Irgendwie fühlte ich mich nicht gut. Moin, sagt meine Kollege. Wie war dein Urlaub? Ich meine, war super, lass mich nachher erzählen. Und wie immer ging ich über die grauen Flure, links und rechts Räume. Und mein Zimmer war in Indien, am Ende des Ganges. Ich musste einmal komplett durch, bin in mein Büro, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und erstmal die Füße auf den Tisch gelegt. Und dann gucke ich aus dem Fenster und merke, wie plötzlich so ein roter Fleck auf meinem Knie erscheint und wird immer größer. Es war Blut. Und ich erinnerte mich an den Urlaub, wie ich am letzten Abend vom Felsen gefallen war, sonst ist es immer gut gegangen, einmal nicht. Und und dann plötzlich, wie so in Trance, lief mein Leben an mir vorbei und vor allen Dingen meine Kindheit. Ich sah mich, wie ich im Kinderzimmer ein Star war. Ich sah, stand auf der Bühne, mein kleiner Bruder, der konnte nicht weglaufen, der saß vor mir, ich habe ihm ABBA-Lieder performt. Großartig, er musste klatschen. Und ich habe mich gefühlt wie ein Star. Und ich wusste genau, ich werde mal ein Star. Ich werde singen, ich werde in glückliche Augen sehen oder ich werde Schauspieler. Das war mein Ziel. Was habe ich gemacht? Ich bin nur Industriekaufmann geworden, weil ich die Firma meines Vaters übernehmen sollte. Ja, so kann das sein. Und dann saß ich da in diesem Büro und habe gedacht, Scheiße, was machst du hier? Du hast zwei Möglichkeiten. A, du springst aus dem Fenster. B, du haust hier ab. Ich habe B genommen. Nicht sofort, aber ich habe die Entscheidung getroffen, ich werde hier kündigen, ich hau hier ab. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man so Eltern, Sicherheit, Kinder und so weiter, die waren nicht sonderlich begeistert. Am wenigsten begeistert waren sie von dem, was ich dann getan habe. Das ist gar kein Strip. Also, ich wollte es euch nur zeigen. Und zwar gibt es hier ein Bild, das hat meine damalige Freundin gemacht. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wie ich im Robinson Club auf der Bühne stehe. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich bin Jugend- und Sportanimateur und zu meinen Aufgaben gehört es, so ziemlich jeden Abend auf der Bühne zu stehen. Und hier bin ich der Danny in Greece. Es war eine mega geniale Zeit. Mein Tag fing morgens an. Ich habe den ganzen Tag wirklich durchgeackert. Aber ich würde es nicht Acker nennen. Ich habe keine einzige Sekunde gearbeitet. Es hat nur mega Spaß gemacht. Und das ist für mich Erfolg. Erfolg bedeutet für mich, ich tue etwas mit voller Leidenschaft und ich bin total davon überzeugt, dass jeder seine Bestimmung hat und sie auch kennt, weil sie liegt in seiner Kindheit. Du hast deine Bestimmung in deiner Kindheit. Ich rede nicht von Sinn. Ich rede einfach von mega Leidenschaft. Und da findest du sie. Und wenn du Führungskraft bist, dann guck, dass du deine Leidenschaft findest, weil das ist deine Beziehung zu dir selber. Wenn du Mitarbeiter führen willst, Vertrauen aufbauen willst, dann sei gut zu dir selber, bau das Vertrauen auf. Und ich lade dich ein, gucke hin und sieh zu, dass du deine Bestimmung findest. Vielen Dank.